Laut, sichtbar und nicht klein zu kriegen. So wurde mir Manuela Kai beschrieben im Vorfeld der Sendung. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie so wirklich ist im wahren Leben, denn sie ist heute mein Gast. Hallo Manuela. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Chefredakteurin des LMEC und Geschäftsführerin der Siegessäule, also nicht der Sehenswürdigkeit, sondern dem Heft sozusagen. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Mhm. Aber zuerst gibt es Getränke. Was kann ich dir anbieten? Rhabarberbrause, Bier, Wasser? Lieber Bier als Rhabarber, kann ich nur sagen. Gut, dass wir vorbereitet sind. Dann bringe ich das doch mal rüber. Bist du auch so eine gemütliche Kneipengängerin, abends noch ein Bierchen an der Kneipe um die Ecke? Oder? Ja, schon. Muss ich das Ich glaube, ich verbringe sehr viel Zeit meines Lebens in Kneipen tatsächlich. Ich finde ja, es ist immer nicht ganz so leicht, so die richtige Kneipe zu finden. So. Auch wenn man viel Auswahl in Berlin hat, aber irgendwie. Also das Problem hatte ich, glaube ich, so noch nicht. Also ich habe immer große Auswahl. Ich lebe ja in Kreuzberg und ich arbeite in Kreuzberg. Und da wird man nicht verlegen um die Kneipenauswahl. Das stimmt. Da wird es bei mir manchmal in Schöneweide etwas komplizierter. Oh, ja. Mhm. Da muss man sehr genau aufpassen, manchmal in welche Kneipe man geht. Aber klar, das ist ja das Schöne in Berlin. Da kann man dann auch mal zum Wohl. Auf jeden Fall auf die schöne Sendung. Du hast es schon erzählt, bist Berlinerin, du bist hier geboren, aufgewachsen, arbeitest hier. Hast du je mal dran gedacht, wegzugehen? Habe ich tatsächlich. Da wäre aber nur die USA in Frage gekommen. Ich habe als Teenager und so Anfang der 20er viel Zeit in den USA verbracht, war immer Austauschschülerin. Allerdings nur sehr kurz, nur ein paar Wochen Austausch, und dann hatte ich überlegt, da zu bleiben. Boston, Massachusetts war das, und habe es dann aber nie gemacht. Ich reise gerne, aber ich komme aus Berlin nicht weg, weil es eigentlich auch keine Alternative gibt. Mhm. Schön gesagt. Manche Leute sagen ja, also vor allen Dingen die Leute, die zuziehen aus Berlin, so hier will ich nicht alt werden, hier irgendwann will ich wieder weg, aber ich finde, man kann sich auch ganz gemütlich hier machen. Ja, die sollen dann auch möglichst schnell wieder weg, wenn die so denken, finde ich. So sieht's aus. Berlin verändert sich unfassbar viel in letzter Zeit und was heißt in letzter Zeit schon immer. Ja. Irgendwie, ne? Und vor allen Dingen dadurch, dass du ja auch bei einem Stadtmagazin arbeitest, hast du, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Sicht darauf. Ist das so? Gibt es irgendwie Dinge? Ja, ob man jetzt, das reicht ja hier zu leben. Also wie gesagt, ich bin wirklich in Kreuzberg und in Neukölln aufgewachsen und da hat sich wahnsinnig viel geändert. Also ich bin in den 60er Jahren geboren und da war weder Kreuzberg noch Neukölln irgendwie schick oder angesagt. Das waren soziale Brennpunkte und es war eher hart, auch ein bisschen kultig vielleicht, da zu leben, aber weiß Gott nicht hip oder schick oder so. Und da ich wirklich auch sehr konsistent so bin in meinen Gewohnheiten, also ich gehe immer in die gleichen Kneipen und so weiter, sitze ich auch in den gleichen Klamotten, in den gleichen Kneipen und jeder Trend zieht so an einem vorbei und man wird so wie zu so einem Inventar von so einem Bezirk oder von einer Straße und du wirst immer neu tituliert und ich verstehe dann gar nicht, was die Leute eigentlich haben. Ich sitze immer am gleichen, so fast, nein, nicht am gleichen Tisch, aber man sitzt in der gleichen Kneipe und plötzlich ist das, was du seit 10 Jahren tust, total hip. Dann ist es wieder total out, dann kriegt es wieder einen neuen Titel und die Leute kommen und gehen. Und das ist schon, also da braucht man schon ganz schön langen Atem, um auch nicht total genervt zu sein von diesen Leuten, die neu nach Berlin kommen und immer wieder die gleichen Fehler machen, immer wieder den gleichen Schwachsinn auch erzählen über Berlin und dann genervt auch wieder gehen, weil das ist keine Stadt für jeden, das muss man klar sagen. Es ist eine Stadt, die ist hart, die ist unfreundlich, die ist aggressiv, die ist schmutzig, sie ist nicht besonders schön. Also man muss das mögen. Ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag. Absolut. Und auch ich war für 4 Jahre weg zum Studieren in einer Kleinstadt in Jena. Das war quasi dann, ich fand es mal total entspannend und auch erhellend und war auch alle so, oh Gott, aus Berlin, in Jena musste ich ja total langweilen. Und ich fand es eigentlich mal ganz schön, nur so 10 Minuten zur Uni zu brauchen. Aber ich war dann auch froh, irgendwie wieder zurück zu sein und so ein bisschen, wie du auch sagst, so diese Anonymität und auch vielleicht auch,
ja, auch manchmal auch die Unfreundlichkeit, die man auch mal selber auslebt. Ich kann es auch nicht ertragen, wenn Leute so freundlich zu mir sind, irgendwo in, auch schon in Westdeutschland oder so, wenn du im Bus einsteigst und der Busfahrer sagt, guten Tag, könnt ihr kotzen, was soll das? Die kennen ihn auch ja nicht. Also ich brauche das nicht. Ja. Und es dauert auch alles so lange. Diese Freundlichkeit dauert so lange und ist auch so, ist so unpersönlich, weil die meint es ja nicht so. Dann können sie es auch lassen. Das stimmt, das habe ich auch gemerkt, dass ich sehr, eine sehr direkte Ader auch in der, manchmal in der persönlichen Kommunikation mit Leuten habe und das dann einem sehr schnell als Unfreundlichkeit ausgelegt wird. Aber man ist das irgendwie von Berlin so gewohnt, man hat ja auch nicht viel Zeit, man kommt halt schnell zum Punkt. Ja, und das ist aber auch nicht unfreundlich gemeint. Das ist nur direkt, aber so zarte Seelen aus Süddeutschland sind dann gleich völlig verschreckt, wenn man sagt, jetzt sag mal, was ist Phase und mach mal hin. Dann, die brauchen halt sehr lange Anlauf und wir haben, glaube ich, als Berliner eine andere Taktung. Und auch natürlich, du bist viel mehr Einflüssen ausgesetzt. Du brauchst da eine harte Schale natürlich in so einer Stadt. Du kannst dich nicht von jedem Hundehaufen auf dem Bürgersteig irgendwie wirklich beleidigt persönlich fühlen. Da musst du im wahrsten Sinne des Wortes drüber hinweggehen. Und das gewöhnt man sich dann an und hört auch auf, das persönlich zu nehmen. Und gerade Leute, die aus kleineren Städten, oder ich merke es immer sehr viel, weil man im Süden von Deutschland oder auch Österreich oder auch Südeuropa, da ist man viel freundlicher und macht viel Gewese um alles. Das machen wir hier nicht so. Und dann sind die Leute ein bisschen brüskiert, wenn man dieses Ritual auch nicht einhält, sich so lange anzunähern. Wie wichtig ist auch deine, quasi vielleicht auch deine Berliner Art in deinem Berufsleben gewesen? Oder immer noch? Weil du bist jetzt mittlerweile Chefredakteurin, auch jetzt Geschäftsführerin. Ihr habt damals ja das Elmec und die Siegessäule übernommen und quasi euren eigenen Verlag gegründet. Genau, ich war Chefredakteurin von der Siegessäule über 10 Jahre lang und Chefredakteurin von Elmec bin ich auch heute noch. Also kommen beide Magazine kamen damals schon im gleichen Verlag raus und vor 5,5 Jahren habe ich mit meiner Kollegin Gudrun zusammen dann den Verlag übernommen und bin jetzt Verlegerin, Geschäftsführerin, aber auch immer noch Chefredakteurin von Elmec. Und wie war deine Frage? Meine Berliner Art? Ja, ob die dir dabei geholfen hat, sozusagen. Bist du die harte Chefredakteurin? gefragt. Ein Kollege hat neulich zu mir gesagt, er hat sehr darüber gelacht, als ich sagte, Diplomatie ist ja nicht mein zweiter Vorname. Also ich bin, sagen wir mal, sehr direkt und es muss schnell gehen. Und das ist schon, glaube ich, berlinerisch, ja. Das Elmec ist ja bis jetzt oder immer noch das einzige bundesweite Lesbenmagazin. Es gibt dann ab und an, es gibt ein paar regionale oder auch mal hier und da, ploppt mal wieder was auf. Aber wirklich als gedrucktes Printmagazin ein absolutes Unikum tatsächlich. So. Wir haben neulich gerade mal ausgerechnet, wir haben jetzt 86 Hefte produziert in fast 15 Jahren. Also im Sommer 2018 feiern wir 15-jähriges Jubiläum tatsächlich. Und sind mit diesem Zeitraum, wo es uns auch wirklich im Handel gibt, also im Zeitschriftenhandel, am Bahnhofskiosken und so weiter, sind wir seit den 20er Jahren, wo es ja eine Blütezeit der homosexuellen Bewegung war und ganz viele schwule und lesbische Zeitschriften gab, die Freundin, Garçon und so, da gab es tolle Sachen. Aber nach dem Krieg, wenn du so willst, gab es kein lesbisches Magazin, was im Handel so öffentlich so lange erhältlich war wie Elmec. Das ist schon, das war mir gar nicht bewusst. Irgendwie auch faszinierend. Also, und ist das auch so ein großer Punkt, der euch auch damit antreibt, eure Einzigartigkeit, dass ihr eben sagt, so, wir brauchen halt diese Perspektive, diese lesbische? Schon. Also was uns antreibt, ist, wenn wir es nicht machen, macht es wahrscheinlich niemand anderes. Also es gibt ja Hefte, die kommen und gehen und das ist auch gut. Und ich fände es schön, wenn es da auch ein bisschen mehr Vielfalt gäbe. Aber wir machen tatsächlich was sonst niemand anderes macht und wir zeigen lesbisches Leben in einer Breite und in einem wirklichen
Portfolio, wie es sonst, glaube ich, nicht geboten ist. Und wir sind sehr international und sehr bundesweit. Also wir zeigen junge, alte Frauen, aktive, nicht aktive, Promis, völlig Unbekannte und die Untiefen des lesbischen Lebens und so Kleinigkeiten wie Horoskope oder so. Aber wir testen auch Sexspielzeug. Wir haben aber auch Bundesministerinnen im Interview. Also das, glaube ich, muss uns erstmal jemand nachmachen. Da kann man sich gut dran abarbeiten, auf jeden Fall. Ich habe mich, frage mich, das ist auch irgendwie was im Freundeskreis immer mal wieder auftaucht jetzt in letzter Zeit, wo wir darüber diskutieren, warum irgendwie Lesben immer noch mit so einem krassen Klischee besetzt werden. Also einmal, dass irgendwie, wenn über Homosexualität geredet wird, dann wird meistens nur über Schwule geredet oder ist einfach bebildert Artikel. Das sieht man dann zwei Männer, hat man ja auch bei der Ehe für alle jetzt sehr stark gesehen. Und ja, irgendwie Lesben werden ja immer sofort immer erotisiert. So irgendwie. Ach, das wäre ja schön. Sie werden unerotisiert, wenn du mich fragst. Du sagst eher das Gegenteil, ja. Also es gibt natürlich das Phänomen, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet hatten, als wir Elmec vor 15 Jahren an den Start gebracht haben. Da steht ja groß und fett Magazin für Lesben drauf. Und das wurde dann im Zeitungshandel bei den Pornomagazinen einsortiert. Da waren wir völlig überrascht. Ich habe überhaupt nichts gegen Porno. Ich mache ja auch in Berlin das Pornfilmfestival. Also ich bin wirklich Porno sehr zugeneigt. Aber es ist natürlich Schwachsinn, dieses Heft zwischen die Pornos zu sortieren. Da findet sie keine Leserin, weil niemand käme auf die Idee. Und dann mussten wir uns erstmal in die Welt von so wirklich etwas, ja, sagen wir mal, engstirnigen heterosexuellen Zeitungshändlern eindenken, die glauben, wenn irgendwo lesbisch draufsteht, ist es die Sexfantasie heterosexueller Männer und deshalb geht es irgendwie in die Erotik- und Porno-Ecke. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Von daher ja, erotisiert, aber eben wirklich nur in so einem wirklich ganz engstirnigen Sinne, wie die berühmte, meistens sehr misslungene lesbische Szene in irgendeinem Heteroporno. Ansonsten wird Lesben ja eigentlich eine eigene Sexualität und eine eigene Erotik eher abgesprochen. Also entweder sind es eben so die etwas burschikosen Frauen, so klischeemäßig, wie ich nun mal aussehe, denen irgendwie abgesprochen wird, dass sie weiblich sind, dass sie irgendwie sexy sind, geschweige denn, dass sie freiwillig lesbisch sind und dass sie viel und guten Sex haben könnten und auch viele Frauen sie attraktiv finden. Das wird so Typen wie mir eigentlich abgesprochen. Und ansonsten wird lesbische Sexualität, wie überhaupt weibliche Sexualität, selten als eigenständig wahrgenommen. Also in einer patriarchalen Welt ist es nun mal leider immer noch so, dass geglaubt wird, ohne Mann läuft nichts im Bett und das kann keine eigenständige Sexualität sein und daran ist auch nichts sexy, weil Männer keine Rolle spielen und deshalb würde ich sagen, werden Lesben eben nicht erotisiert, sondern de-erotisiert, wenn du so willst. Ja, oft tritt es auch so auf, dass es so abgetan wird, so es ist ja nur eine Phase oder so. So, das ändert sich dann. Ne? Am Ende dann findest du ja doch einen Mann oder so, ne? Wenn dann der Richtige vorbeikommt sozusagen. Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, entweder man ist es oder man ist es nicht. Und klar gibt es auch Phasen im Leben, wie bei allem. Aber ich glaube, das wird vielen jungen Frauen vor allem gesagt, was sehr fies ist, weil sie dann, es ist sowieso nach wie vor sehr schwierig, ein Coming-out zu haben, glaube ich. Auch wenn es heute sehr runtergespielt wird. Und dann zu einer jungen Frau gerade sagen, naja, das ist eine Phase und so, dann wird die nochmal in ihrer Findungsphase erschüttert und glaubt so, ja, das ist nichts Eigenständiges, es ist nicht wirklich vollwertig, es ist nur eine komische, kleine, schwächliche Angewohnheit für den Moment und damit wird es sehr stark runtergespielt, finde ich. Eine Freundin hat mir auch erzählt, dass sie, als sie das Elmec sozusagen entdeckt hat in ihrer Jugend, vollkommen begeistert davon war und es sich dann gekauft hat am Bahnhofskiosk und aber noch extra eine Tageszeitung dazu und das dann hinter der Tageszeitung in der Bahn gelesen hat. Der Klassiker, ja. So. Und tatsächlich, ne, weil sie sich das erstmal überhaupt nicht getraut hat, so, kriegt ihr auch immer noch, also was kriegt ihr vielleicht auch an Feedback von euren Leserinnen? Wir haben immer noch, wir haben ja auch sehr viele Abonnentinnen in Deutschland und Österreich und Schweiz und so. Da fragen viele, kommt es auch
in einem neutralen Umschlag gesendet. Das ist nach wie vor wichtig. Ich kenne Frauen, die es aber auch bewusst nicht im Abo haben, damit der Briefträger es nicht sieht, die Nachbarn im Haus. Aber ich denke, wow, heutzutage, wir leben ja nicht im Iran, ja? Also in Deutschland oder eben auch Österreich und Schweiz. Was kann dir passieren, wenn du ein Lesbenmagazin im Briefkasten hast? Aber wir nehmen natürlich Rücksicht darauf. Also einerseits, wir haben, glaube ich, nicht mal unseren Verlag als Absender. Also da steht nicht Elmec als Absender, sondern wahrscheinlich der Verlagsname Special Media, den man nicht so zuordnen kann. Und neutraler brauner Umschlag, bitte. Also wenn natürlich ganz junge Frauen noch bei ihren Eltern wohnen oder in der WG oder im Studentenwohnheim nicht out sind, dann bitte. Also jeder braucht seine Zeit, soll so sein. Auf jeden Fall, aber schade natürlich, dass irgendwie die Gesellschaft da immer noch so, dass da immer noch so ein Tabu liegt. Klar, aber es gibt auch, wir haben auch Leserinnen, die uns auch schreiben, für mich ist es ein politischer Akt, in einen großen Zeitungsladen zu gehen und durch den ganzen Laden zu schreien, ich will Elmec, mein Lesbenmagazin, warum steht das nicht im Regal? Solche gibt es natürlich auch, aber es gibt auch welche, die verschämt das in die Brigitte einwickeln und dann kaufen oder lesen. Also Hauptsache, es gibt das Heft und lieber heimlich lesen als gar nicht, würde ich mal sagen. Ja, das sowieso. So, jetzt kommen wir zum sportlichen Teil der Sendung. Okay. Und zwar, du hast ja eine Notiz mitgebracht. Ja. Und du darfst nun dich sportlich betätigen, insofern, dass du an die Dartscheibe sie pinnen darfst, werfen darfst. Mhm. Bist du eine gute Dartspielerin? Geht so. Kommt immer auf den Bierpegel an, würde ich sagen. Bei mir ist dann eher das Problem, das Zusammenrechnen. Das finde ich immer den Anspruch. Ach so, ja, das macht doch diese Maschine eigentlich, oder? Ja, manche, aber bei manchen muss man das in Studentenkneipen, muss man das immer noch alles selbst zusammenrechnen. Studentenkneipen, das Wort halt ja seit Jahrzehnten nicht gehört. Gibt es sowas noch? Sowas gibt es noch, ja. So in kleinen, mitteldeutschen Städten. Worauf muss ich zielen? Ja, so ein bisschen obere Hälfte, wo vielleicht nicht. Oh ja. Genau. So. Damit hast du Shahak Shapiras Notiz getroffen. Life is short, eat burritos. Was ist deine Nachricht an die Welt? Niemals früh aufstehen. Sehr gut. Gelingt dir das immer? Ja. Bist du da so frei? Fantastisch. Ich habe mein ganzes Leben so ausgerichtet, dass ich nie früh aufstehen muss. Ich würde auch nie, habe versucht, klar, als Studentin habe ich auch mal in einer Fabrik gejobbt. Es hat nur diesen Grundsatz untermauert, früh aufstehen ist die Pest. Und ich halte es für komplett unnatürlich. Und diese Kultur in Deutschland, dass die Leute sagen, weißt du, wenn du um 10 irgendwo rumläufst und dann wird dir schon gesagt, geh mal arbeiten und so. Diese Unsitte, dass man morgens arbeiten muss. Es gibt die allermeisten Dinge, wenn du jetzt nicht gerade Brötchen backen musst oder so, die auch diese Handwerker, die immer um 7 kommen. Es gibt fast nichts, was man nicht auch um 10 oder 11 erledigen könnte, ehrlich. Ja, das stimmt. Es gibt so. Ich finde ja auch, man sollte sich da auch viel mehr am Wetter orientieren. Also die berühmte Siesta aus den südländischen Ländern, so denke ich dann auch so im Sommer, warum müssen wir jetzt bei 40 Grad im Büro sitzen? Das ergibt doch gerade nicht so viel Sinn irgendwie. So, als lesbisches Magazin, damit setzt du einmal ein Statement, aber auch eben als Geschäftsführerin jetzt mittlerweile der Siegessäule, früher Chefredakteurin der Siegessäule. Wenn ich das jetzt so, ich meine, Siegessäule gibt es ja schon unfassbar lange, ist ja eigentlich auch seit 1984. Ja. Länger als mich tatsächlich. Ist ja eher als schwules Magazin tatsächlich entstanden, oder? Es war ein schwules Magazin, kam so, wie gesagt, 84 aus der linken Westberliner Schwulenbewegung. Damals ging es mit AIDS los und es gab wenig Infos und es gab kein Internet und solche Dinge, heute unvorstellbar. Und es gab einen großen Informationsbedarf in der Berliner Szene, überhaupt in der schwulen Szene. Und dann haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben gesagt, wir machen Berlins Monatsblatt für Schwule, hieß es. Kostete 1 Mark, wurde in Kneipen, Cafés, Buchläden und so verkauft. Hat dann viele Wandlungen durchgemacht und ist jetzt seit über 20 Jahren eben kostenlos an über 700 Stellen in Berlin jeden Monat. Und tatsächlich, und darauf sind wir auch stolz, das Stadtmagazin mit der größten Auflage in Berlin. Also klar, kostenlos ist, kannst du sagen, ist keine Kunst, kannst ja irgendwie hinschmeißen überall, aber am Ende des Monats ist sie auch weg und lesen über 100.000 Menschen jeden Monat die Siegessäule. Das ist allerhand, wenn man überlegt, dass ja nur irgendwie 5 bis in Berlin vielleicht 10% der Menschen
LGBT, schwul, lesbisch irgendwie sind. Also da sieht man dann auch, dass es natürlich auch, ich sag mal, grenzgruppenüberschreitend ja eigentlich auch ist. So klar, der ja, alle dürfen das lesen, alle sollen das auch lesen, alle können da noch was lernen und über ihren Tellerrand hinausblicken. Also es ist schon fokussiert natürlich auf die Interessen von Schwulen, Lesben, Transgender, Bisexuellen, die in Berlin leben. Aber wir sind ja auch das erste Stadtmagazin, was auch einen englischsprachigen Teil hat, weil wir ja nicht nur viele Touristen und Touristinnen haben, sondern diese ganze riesige Expat-Community, diese vielen jungen Menschen, die nach Berlin kommen und sich irgendwie weigern, Deutsch zu lernen, für die haben wir auch was dann im Angebot. Und das erfreut sich großer Beliebtheit, obwohl es ja so ein bisschen anachronistisch ein Printmagazin ist. Also es gibt uns natürlich auch online, aber es ist fast so ein Ritual, die Siegessäule am Anfang des Monats in der Stelle seines Vertrauens irgendwie nach Hause zu nehmen und dann die bei sich zu Hause liegen zu lassen. Und plant ihr irgendwie, das irgendwie an dem Konzept festzuhalten oder überlegt ihr vielleicht eine App zu entwickeln oder so, die Siegessäule-App für Berlin? Das kann es in naher Zukunft sicher geben, aber eine App wird niemals das Heft ersetzen. Also das Heft ist das Allerwichtigste. Ich persönlich finde bedrucktes Papier auch nach wie vor gut. Und finde ein Heft und dieses Erlebnis zu blättern und zu lesen und immer wieder dahin zu greifen und so, finde ich toll. Mag sein, dass das irgendwann ausstirbt, aber ich glaube, jetzt gibt es die Siegessäule über 30 Jahre. Wir schaffen es schon nochmal 30 Jahre, mit oder ohne App. Wenn man sich dem Begriff nähert, so LGBTQ, Sternchen. So. Wird ja immer länger. Genau, also er wird immer länger und fasst eben auch unfassbar viel zusammen sozusagen. Und ja, dann gibt es natürlich irgendwie immer das Problem oder ja, dass irgendwie die Gruppen sich gegenseitig auch bekämpfen. 2017 gab es ja auch wieder Stress wegen dem Buch Beißreflexe zum Beispiel. Oder eben, wie du auch in anderen Interviews gesagt hast, die lesbische Perspektive muss reingebracht werden oder die Sichtbarkeit. So nicht nur nur weil Männer schwul sind, sind sie nicht automatisch irgendwie Feministen oder für Gleichberechtigung. Nicht mal alle Lesben, nicht mal alle Frauen sind ja Feministinnen, ist ja das Traurige. Ja. Woran liegt das oder wie kann man das überwinden? Vielleicht was genau? Im Berliner Umfeld. Na, dieses auch, wenn sich diese Gruppen anfangen, gegenseitig zu bekriegen. Fast schon. Oder so gegeneinander zu arbeiten, anstatt vielleicht auch miteinander zu arbeiten. Naja, das hast du, glaube ich, in fast allen Gruppierungen oder Bewegungen von Minderheiten. Man ist ja sehr leidenschaftlich dabei und alle, die irgendwie mitmischen, sind persönlich auch sehr betroffen von dem Thema. Ist ja nicht von außen irgendeine politische Analyse, sondern alle Menschen, die da mitmischen, sind persönlich betroffen, sind entweder schwul oder trans oder lesbisch oder irgendwie mischen sie mit und es geht, sie reden auch von sich selbst. Sie reden nicht nur über andere, sie reden auch von ihrer eigenen Befindlichkeit und oftmals geht es, glaube ich, von Leuten aus, die noch am Anfang ihrer Minderheitenkarriere sind, würde ich mal sagen. Ich mache das ja nun schon eine Weile und ich hatte mein Coming-out sehr früh mit 15. Das ist halt das Privileg, wenn man in einer Großstadt wie Berlin aufwächst. Ich saß mit 15 zum ersten Mal in einer Lesbenbar und wusste, wo es lang geht. Das hast du auf dem Land natürlich nicht so einfach. Deshalb bin ich also schon lange dabei und kann vielleicht viele Dinge auch etwas entspannter sehen mittlerweile. Aber dieses Zerfleischen, sich gegenseitig zerfleischen innerhalb der Szene, hat oft damit zu tun, dass dann neue, junge Menschen kommen, die irgendwie sagen, ihr habt ja alle keine Ahnung, wir haben das erfunden, wir haben jetzt Queer Theory studiert, wir wissen, wo es lang geht. Da muss man die sich erstmal austoben lassen. Aber es hat auch, was ich leider immer wieder und immer noch beobachte, sehr viel mit Selbsthass zu tun. Etwas, was kennst du auch schon aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA und so, dass Menschen, die zu Minderheiten gehören oder vermeintlichen Minderheiten und denen auch von der Mehrheitsgesellschaft immer wieder auf verschiedenen Wegen klargemacht wird, ihr seid nicht so gut wie wir, ihr gehört eigentlich nicht so wirklich dazu, dass man das verinnerlicht, ob man will oder nicht. Das Buch Vorbeißreflexe hieß ja auch Selbsthass.
und Emanzipation. Das ist, finde ich, eigentlich fast das interessantere Buch von der gleichen Verlag, im Querverlag erschienen, von der gleichen Herausgeberin, von Patsy. Und da wird sehr schön analysiert, wie man sich erstmal selber befreien muss von diesem, dass ich mich nicht hassen muss, dass ich souverän mit meinem durchaus nicht zur Mehrheitsgesellschaft dazu zu gehören Status umgehen muss. Und viele Menschen, glaube ich, versuchen dann noch welche zu suchen, die irgendwie in der sozialen Hackordnung noch unter ihnen stehen und sich gegenseitig zu sagen, ihr macht es falsch. Wir haben begriffen, wie man sich als Minderheit zu verhalten hat. Wir haben begriffen, wie man sich emanzipiert. Und das finde ich ein bisschen, naja, gelinde gesagt, kurzsichtig oft. Gegenwind gibt es ja auch oft von außen. Jetzt in Deutschland ändert sich ja auch ein bisschen die Kultur. AfD sitzt nicht nur in vielen Landesparlamenten, im Abgeordnetenhaus, auch im Bundestag. Und du dann, wenn du halt natürlich auch ein queere Presseerzeugnisse herausgibt, ist das schon bei euch angekommen, diese konservative Kultur? Habt ihr irgendwie mehr Hassmails als früher gekriegt oder habt ihr euch intern damit anders auseinandergesetzt? Nee, also man muss leider sagen, der Hass innerhalb der Szene ist leider größer als von außen. Und das trifft dich ja auch mehr, wenn die eigenen Leute dir irgendwie vor die Schienbeine treten. Wenn mich irgendwie AfD-Anhänger als Scheißlesbe bezeichnen, prallt es wirklich an mir ab. Das ist ja, so müssen die ja sein, ist mir egal. Aber wenn die eigenen Leute, wie du sagst, jetzt zum Beispiel im Umfeld von diesem Beißreflexebuch oder so, sich gegenseitig so zerfleischen und Leute, von denen du dachtest, wir ziehen an einem Strang politisch, sich dann distanzieren und dich wirklich diffamieren auch, das tut viel, viel mehr weh. Und ich glaube, nur wenn wir da lernen, geschlossener zu agieren, trotz aller Unterschiede, die wir haben, können wir solchen Strömungen wie AfD auch die Stirn bieten. Im Moment machen wir das genau falsch und damit bieten wir denen viel mehr Angriffsfläche. Da schauen wir, was das jetzt 2018 bringen wird. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr mein gerne. Gast war's bei Raum für Notizen und ihr könnt gerne mal ins LMAC oder die Siegessäule reinschnuppern oder in die richtige Kamera gucken, je nachdem, was ihr macht. Genau, die Siegessäule gibt es halt überall in Berlin. Kann man einfach mal schauen, einfach mal durchblättern. Kostet nichts, tut nicht weh und gibt am Ende vielleicht einen guten Tipp für eine gute Party. Bis bald und auf Wiedersehen.